liebe Videofreunde. Servus. Ja, wieder mal lange nichts gehört von uns, aber es gab auch immer noch nichts so richtig zu berichten. Und jetzt läuft der Countdown, bis unser Malibu endlich kommt. Die Aussage ist nämlich folgende. Ja, laut der Aussage des Mitarbeiters vom Autohaus Kult in Dresden, weil da wird er hingeliefert, können wir damit rechnen, dass er Mitte Juni in Dresden ankommt. Und dann ist es eine Frage der Ausbaustufe von dem Auto wegen den Extras, ob die noch einiges einbauen müssen und anbauen müssen oder ob das schon gemacht wurde. Das wissen sie vorher nicht, weil manchmal kommen die Autos an, da liegt alles da drin und dann müssen die das selbst machen und dann kann das noch 2-3 Wochen dauern, bis das fertig wird. Also in Aussicht gestellt ist er uns an sich für Mitte Juli, dass er dann... Wenn die das noch einbauen müssen. Ja. Wenn nicht, dann... Könnte es auch vorher sein, ja. Ja, also... Einen genauen Termin haben wir noch nicht, aber die längste Zeit hat es gedauert. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass wir ihn vielleicht Anfang Juli bekommen, dass wir dann noch in Ruhe alles einräumen können. Und dann haben wir geplant, Ende Juli, Anfang August eine kleine Testtour zu machen. Wir können ja nicht mehr so spontan wegfahren, wir müssen ja alles vorher durchorganisieren. Von daher muss man auch langfristig planen. Und deswegen hat man nämlich auch vor 14 Tagen angerufen und gefragt, wie es denn aussieht mal jetzt, die Lage so. Und dann hatten wir diese Information bekommen, ne? Ja. Weil wir halt einfach auch auf Nummer sicher gehen müssen, weil ich halt alles organisieren muss für die Zeit, wo wir nicht da sind. Naja, also wir hoffen, das klappt alles. Wir sind ganz positiv. Michael hat ein bisschen Angst. Naja, laut der... Auskunft ist es so, dass die Autos, im Moment werden die Aufträge abgearbeitet mit Hochdruck. Die Kundenbestellungen und ein mit Hochdruck zusammengebautes Auto ist, naja, nicht das, was man sich wünscht, aber schauen. Deswegen auch ganz wichtig für uns nochmal eine kleine Tour vor dem großen Urlaub zu machen, der dann im September stattfindet, weil da haben wir dann also wirklich mal auch 4 Wochen geplant, Urlaub zu machen. Ne? Ja. Weil der gute Herr einen großen Geburtstag hat. Einen großen, kleinen Geburtstag. Ja. Wäre übersichtlich. Also wir haben geplant, im September eine Bootstour zu machen mit einem befreundeten Pärchen. Und eventuell in Holland. Mhm. Und schauen wir. Ja, wir müssen gucken, was auch machbar ist und wie die Lage in dem Moment ist. Also das ist erstmal der Plan, ob das dann so stattfindet, das werden wir halt sehen. Aber wir hoffen einfach drauf, dass es so stattfindet. Ne? Ja. Wir haben eine Bootstour geplant und dann haben wir noch gute, also 2,5-3 Wochen Zeit, noch mit einem Wohnmobil unterwegs zu sein, wie wir das dann handeln, ob wir gleich oben bleiben und über die See lang fahren zurück. Das wäre eigentlich so mein Wunsch. Das wissen wir aber noch nicht, das hängt auch davon ab, ob hier zu Hause alles läuft. Wenn das gut läuft, dann machen wir natürlich gleich anschließend weiter, ne? Und ansonsten müssen wir noch mal einen kurzen Zwischenstopp vielleicht zu Hause machen, aber das werden wir dann alles sehen. Ja, und damit da alles glimpflich abläuft und gut abläuft, haben wir eben nochmal eben diese Testtour geplant. Jetzt ist es aber so, Entschuldigung, dass wir... ja, gemerkt haben, also Campingplätze brauchst du also in der Zeit, Ende Juli, Anfang August, wo wir unsere kleine Testtour machen wollen, überhaupt nicht anzufragen. Also steht eigentlich überall da, von Anfragen absehen, ist auch wirklich Hochkonjunktur mit Kindern etc. wollen wir eigentlich auch gar nicht. Dann hatte ich mir versucht, das Buch Landvergnügen noch zu holen, in der Hoffnung, dass man vielleicht eventuell irgendwelche Biohöfe anfahren könnte. Das Buch ist komplett ausverkauft, egal wo. Also kann man sich vorstellen, dass diese Nachfrage auch sehr groß ist. Jetzt hoffe ich immer noch ein bisschen, weil sie ja jetzt bald die Grenzen doch wieder öffnen, dass es sich doch ein bisschen verlagert und nicht alle in Deutschland Urlaub machen und wir vielleicht noch die Chance haben, irgendwo im Umfeld hier, wir wollen ja auch nicht so ewig weit reisen für 4-5 Tage, dass wir dann noch ein paar Stellplätze irgendwo erhaschen oder bekommen oder vielleicht auch so irgendwie noch in so einem Biohof, würde mir ja zum Beispiel auch sehr gut gefallen.
schauen wir einfach mal. Also wenn ihr irgendwelche schönen Stellplätze wisst, könnt ihr uns die gerne unten in den Kommentaren mitteilen. Freuen wir uns, weil dieses Jahr wird es schon ja, in der Hauptsaisonzeit, glaube ich, schwierig werden. Ne? Ja. Im September dann, wenn wir fahren, ist es nicht mehr so schlimm, weil da sind keine Ferien mehr. Aber Ende Juli, Anfang August wird es ein bisschen schwierig werden. Aber mal gucken. Uns wird schon irgendwas einfallen. Ja, das ist der Plan. Wir haben auch schon einen Namen für den Malibu. Den verraten wir natürlich noch nicht. Aber wir haben uns, glaube ich, entschieden, oder? Ach was. Habe ich mich entschieden. Ja. Du hast ja keine Vorschläge gehabt. Okay, aber der steht auch schon fest. Und ja, also... Ja, wir hoffen jetzt einfach, dass es wirklich die längste Zeit gedauert hat und wir bald das Auto bekommen, weil es ist einfach so, ich will es auch nicht, so ohne Wohnmobil sein, das ist eigentlich furchtbar, finde ich. Also es ist einfach schön, ein Wohnmobil zu haben, losfahren zu können und auch so, gerade wettertechnisch, ich habe gerade mit einer Bekannten heute telefoniert, die jetzt nächste Woche nach Bayern fahren muss, wo wirklich schlechtes Wetter gemeldet ist. Die Probleme haben wir halt nicht so, wir Wohnmobilfahrer, weil wir können es dann halt einfach mal schnell einen anderen Urlaubsort aussuchen. Und ja, das fehlt einfach irgendwie, das Wohnmobil fehlt. Ja, gestern waren wir nochmal an den Lausitzer Seeterrassen. Lausitzer Seeterrassen heißt das, glaube ich. Oder IAA, Lausitzer Seeterrassen. Oder irgendwie so, ist ja völlig wurscht. Also jedenfalls war das sehr schön. Wir waren vor 2 Jahren schon mal dort gewesen. Da war noch nicht so geflutet wie jetzt. Also jetzt ist, glaube ich, die sind, glaube ich, jetzt auch fertig mit dem Fluten. Vielleicht sage ich auch was Verkehrtes, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der See das meiste meines Erachtens nach voll. Und die haben auch die Bootshalle gebaut, die Anlegestellen für Boote haben sie gebaut, ist alles fertig. Und auch diese ganze Seestraße ist jetzt sehr schön gemacht. Das sind alles lauter alte Villen, wirklich alte Villen. Wunderschön. Und am Ende der Seestraße dann an diesen Terrassen gibt es das Seehotel. Das ist also von außen hin sehr schön. Also ob es innen drin ist, schön ist, weiß ich nicht. Aber hat einen sehr schönen Eindruck gemacht. Und das war ein sehr schöner Ausflug und auf dem Rückweg sind wir dann, habe ich links irgendwo so eine Mühle stehen sehen und habe gesagt, Mensch, komm, wir fahren da mal links rein, ich will mal wissen, was das für eine Mühle ist. Und das war in... Dörrwalde. Dörrwalde, ja, ich kann mir den Namen nicht merken. Dörrwalde war das. Und diese Mühle hat sich dann herausgestellt, ist ein Lokal und es sah sehr, sehr ansprechend aus. Alles auf alt gemacht, richtig schön und man kann draußen sitzen. Da gibt es auch einen relativ, ich würde mal sagen, relativ großen Parkplatz davor. Und da wollen wir mal versuchen, dort auch hinzufahren und eine Nacht dort stehen zu bleiben. Das werden Sie bestimmt erlauben, denke ich mal. Ein ganz idyllisches Dörfchen, also wunderschöne alte Häuser, Klinkerhäuser mit alten Gärten. Also was heißt alten Gärten? Also so... Ja, ich meine nicht so, das war so ein bisschen so Wildgärten waren dort. Also es ist ganz, ganz toll. Den Hühnern ging es dort besonders gut. Das fand ich ja total süß. Die haben ihr eigenes Häuschen gehabt dort und auch eine sehr schöne Kirche dort. Also richtig romantisch und schön, idyllisch, fernab. Also vom Handy empfangen. Ja, aber es war toll. Also mir hat das total gut gefallen. Also da wollen wir auf jeden Fall nochmal hinfahren und wollen auch mal das Essen dort dann ausprobieren. Jetzt haben sie nur Freitag, Samstag, Sonntag offen, weil Corona ist. Ja. Und wird man wahrscheinlich auch lange vorbuchen müssen. Ja. Aber ganz, ganz, ganz tolles Fleckchen. Mhm. Ne? War richtig gut, dass man da mal einfach so eine Seitenstraße reingefahren sind und... Es lohnt sich immer wieder mal einfach mal so einen Abstecher zu machen. War ein sehr guter Abstecher gewesen. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir hoffen, es geht für uns auch bald weiter, auch mal wieder schöne Videos zu machen. Wir hatten jetzt eine lange Durchstrecke gehabt, fehlt mir irgendwo auch ein bisschen. Und jetzt hoffen wir, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen, wenn wir nämlich dann unseren Malibu abholen. Genau. Bis dahin, bleibt schön gesund, ja. Kommt gut durch, habt schöne Touren, schöne Reisen und gebt uns Infos für schöne Stellplätze.
Bis dann. Tschüssi. Ciao.